Der Angriff vollzieht sich nach sorgfältig vorbereitetem Plan. Zwischen Maubeuge und Sedan wird die Maginot-Linie durchbrochen. Auf dem linken Flügel der Heeresgruppe A liegt das mächtige Werk 505, das nach planmäßiger Artillerievorbereitung von Pionierstoßtrupps genommen wird. Panzerdivision gelingt es, während der Nacht trotz schweren feindlichen Abwehrfeuers die erste Bresche in die französische Befestigungslinie zu schlagen. Die französische Armee wird vernichtet. Ihr Oberbefehlshaber, General Giraud, muss den Weg in die Gefangenschaft antreten. Die deutschen Operationen nehmen ihren Lauf. Während an der Aisne eine Abwehrflanke errichtet wird, stoßen deutsche Panzer und hinter ihnen in unabsehbarer Folge Infanteriedivisionen auf Kraftwagen und zu Fuß über Arras auf Amiens und an die Kanalküste vor.
den Kanal erreicht. Der Ring um das englisch-französische Angriffsheer schließt sich. Die zusammengedrängten Truppenteile unternehmen verzweifelte Gegenstöße. Bei Arras versuchen feindliche Panzer, noch einmal den Ring zu sprengen und nach Süden durchzubrechen. Alle Angriffe des Feindes stoßen auf die festgeschlossene deutsche Front. Seite an Seite mit dem Heer kämpft auch hier die Waffen-SS. Der englische Generalstab gibt schon in diesen Tagen die Schlacht verloren. Der Versuch, das Expeditionskorps in Sicherheit zu bringen. Mit dem Aufhängen der Wäsche an der Siegfried Line, wie sie den Westwall nannten, wird es nun nichts mehr. Thank you.